Ich bin Isis Micheli, Fotografin und Videokünstlerin, lebe in Wien, komme aus Südtirol. Hier zeige ich drei Arbeiten, die in einem größeren Ausstellungskomplex entstanden sind. Die Ausstellung hieß Metaphors for Survival. Die Arbeiten Reverse Parachutes darum, weil es sich um Fallschirme handelt, die im Krieg eingesetzt werden zur Beleuchtung des Kriegsfeldes oder auch um Proviant abzuwerfen, die ich direkt auf das Papier gelegt habe in der Dunkelkammer, und so sind Fotogramme oder Radiogramme entstanden. Dieses Verfahren ist eigentlich ein sehr altes Verfahren. Mir hat daran sehr das Handwerkliche gefallen und auch diese Haptik, die Bilder sozusagen unkaschiert in diese Kassettenrahmen, würde ich jetzt mal sagen, zu präsentieren. Dadurch ergibt sich irgendwie so eine topografische Landschaft. Das schaut ja aus wie Medusen, sind es aber keine. Es ist auch rätselhaft, was es ist. Es gibt nicht diese fotografische Schärfe und Unschärfe, es sind ganz andere Unschärfen, die sich dadurch ergeben, dass das Material direkten Kontakt mit dem Papier hat. Und diese Direktheit hat mich auch sehr interessiert. Das ist ganz anders, als wenn es jetzt Foto einfach durch die Maschine geht und da ein Druck plötzlich entsteht. Ja, es ist auch hat man auch mehr persönlichen Bezug mit dieser Sache. Ja, und diese Metaphern des Überlebens, die mache ich jetzt auch schon seit 2014, und da gab es drei Ausstellungen, und im Zuge dessen habe ich immer mit Materialien gearbeitet, wie eben nicht nur Fallschirmen, aber auch Rettungsfolie, Rettungsdecken, und habe praktisch andere Arbeiten entwickelt, die auch zum Teil den Klimanotstand als Thema aufgreifen. Ja, und in diesem Kontext, in diesem topografischen und, sagen wir mal, auch prekären politischen Kontext sind diese Arbeiten auch zu sehen.